Hey Leute, ich bin's wieder, euer Benjamin. Heute spielen wir 7 Days to Die. Da habe ich mal uns barrikadiert mit Stacheldraht, nochmal Stacheldraht, Spitze, Stöcke, überall Stacheldraht. Das ist unser Haus übrigens. Da auch überall Spitze, Stöcke und Stacheldraht. Und hier können wir hinein. Das ist unser Haus, das ist unsere Respawn-Platte. Halt unser Bett, da respawnen wir, wenn wir sterben, falls wir sterben, ich hoffe nicht. Da unten ist der Keller. Da ist aber kein Zombie. Ich habe mich letztens gefürchtet, wo ich das gespielt habe und nicht aufgenommen habe, habe ich mal gedacht, oder soll ich jetzt da runtergehen, ob da Zombies unten sind, weil meistens sind ja Zombies unten bei den Keller unten. Und ja, das ist unser, es ist ein Haus, ein kleines Haus, da ist unser Vor, da ist halt nicht Vorgarten, sondern wie nennt man das? Hausgarten hinten. Und ja, das war es eigentlich auch schon. Da ist die Küche. Aber wir können mit der Küche nichts anfangen. Wir könnten noch ein Lagerfeuer machen da. Dann mache ich das jetzt noch gar kein Lagerfeuer. Weil Lagerfeuer ist wichtig, da kann man Essen braten und sowas. Essen braten. Das ist sehr wichtig, ein Lagerfeuer. Wenn ich jetzt ein Lagerfeuer finde, Leute. Egal. Ich habe eine Idee. Wir gehen jetzt einmal auf Zombiejagd. Oder wisst ihr was? Ich habe einen Raketenwerfer in den Rucksack. Wir könnten die Zombies rein theoretisch anlocken. Wenn ihr Bock habt. Wenn ihr Bock habt, die Zombies anzulocken, lasst ein Like da. Oder wenn überhaupt, wie ihr seht, wie die Zombies sich da durchkämpfen, lasst ein Like da, wenn ihr das sehen wollt. Und Hund scheiße, der beißt sich überall durch. Was, der Hund ist tot? Ach Leute, ich schwör, es gibt auch einen Blutmond, wo die Zombies Ur-Aggro werden und oh, habe ich gerade den Kopf weggeballert, ja voll lol. Wo die Zombies aggro werden und sich überall durchkämpfen, egal wo. Alter, wo ist. Verpiss dich, du Hund. Du Hund. Alter, jawohl, jetzt kommt die Zombie-Welle dort her. Oh, eine Krankenschwester. Hallo! Und in die Titten, geht schon. Oh, sie ist tot. Fuck, die kämpfen sich da durch. Ich glaube auch, dass sie da durchkrabbelt mit dem fetten Arsch da. Ich glaube auch, dass sie da durchkrabbeln kann, aber anscheinend hat es funktioniert, dass wir mehr Zombies angelockt haben. Da krabbelt ein Zombie durch. Leck mich doch am Muskel. Jawohl! Bis in das Tag ganz sind schon Level 4. Ist es nicht in meiner Weltrekord? Nee, was Spaß, ich sehe keinen Weltrekord. Wir müssen mehr Zombies anlocken, wir müssen das Spital da hinten zusammenbrechen lassen. Super, mein Spiel leckt. Wo sind ja die Zombies? Leute, da im Vorgarten habe ich alles barrikadiert, damit die Zombies da nicht herkommen. Aber anscheinend läuft das hier klappt. Wo ist denn noch ein Zombie? Ich brauche frisches Fleisch. Wo ist ein Zombie? Ich brauche frisches Fleisch. Fleisch, wo bist du? Hallo Fleisch. Das Fleisch. Da habe ich nicht. Oh, da habe ich nicht barrikadiert. Ja, ist ja wurscht. Nee, eigentlich ist das nicht wurscht.
muss barrikadieren, weil ansonsten bin ich am Arsch. Sorry, dass ich gerade so fluche, aber ich bin dann wirklich am Arsch. Ich höre Zombies sind in der Luft. Ich gebe mal den Raketenwerfer. Wir können uns einen Sniper gönnen, damit wir Zombies von der Ferne headshotten können und alles drum und dran, Leute. Da. Das ist so eine richtige Militärsniper. Die gefällt mir. So eine Sniper. Wir brauchen Munition, Leute. Ui. Wo sind die Zombies? Entweder sind die hinterm Haus oder ich höre sie nur stöhnen, aber so. Ansonsten höre ich nichts, außer nur hier herum Geaule. Ich muss raus, ich muss raus schauen, wo die Zombies sind. Aber ich kann ja nicht raus. Oder wir machen es da einfach so einen Durchgang. So, wir sind draußen, Leute. Schauen wir mal, wo die Zombies überall spawnen oder was auch immer, wo die sind. Was weiß ich, wo die sind. Den Hintergarten? Nee. Ach, egal. Und dieses Brummen, das kommt vom Kühlschrank, da habe ich mich letztens erschrocken, wo ich wieder nicht aufgenommen habe. Habe ich mich sowas von erschrocken. Ich habe gedacht, das wäre ein Zombie und das wäre und es war trotzdem, und es war kein Zombie, sondern der Kühlschrank. Also ich bin der Vollidiot des Jahres. Alles getan. Also Leute, wenn ihr noch einen Teil davon haben wollt, will ich mindestens 200 Likes sehen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.